herzlich willkommen, liebe Leute, bei einer weiteren Folge Space Engineers. Ja, wieder mal dabei natürlich Frankie und Maxis. Hey, servus! Ja, und natürlich Talking Guest haben wir natürlich unseren geliebten Starwing. Der irgendwie schon eingefahren ist. Hä, was, was, wie, wo, wann, hä? Bist du schon auf der Aufnahme? Wenn ja, dann hi, Leute! Das kommt auch, wenn man so gegen Mitternacht aufnimmt, ne? Genau. Aber naja, wenn's mal läuft, dann läuft's halt. Ja. So. Ne, hier war ich ja. Ja. Genau, ich wollte noch fix die Lampe mit meiner Zimmerbeleuchtung koppeln. Ja. Ja, das ist dann immer noch schon schön angefangen. Der macht hier gerade das Flurlicht schon mal so weit. Ja, ich werde unten erstmal noch fix die Sensoren da vorbasteln. Ja, mach das mal. Ich finde das auf jeden Fall geil mit den Sensoren. Das passt, das ist toll. Hübsche Bude, tausch mal. Nö. Also, du kannst auch deine auch umbauen. Genau. Ja, das war nur Chance. Ich muss meine ja, auch noch umbauen. Wir haben jetzt sogar tolle Hängelampen für die Decke. Und geilstens das Treppenhaus. Geilstens das Treppenhaus. Und ich nutze es natürlich, indem ich runterspringe. Und dich damit tötest. Nö, ich sterbe so schnell nicht. Tot. Wir haben nur noch 0,1% Energie. Was? Nee, das ist ja hier, wenn du das erste Mal spawnst und dann ein bisschen rumläufst, dann stirbst du irgendwie bei Kollisionen, bei Einschalten vom Jetpack oder sonst was. Mhm. Ja. Das ist durchaus putzig. Sehr bekannt. Ja. Und immer wieder lustig. Lequel. Ja, unsere Basis hat jetzt auch einen wesentlich größeren Effekt. So. Sieht echt gut aus, Summers. Was? Sieht echt gut aus, das Treppenhaus. Mhm. Ja, sieht das geil aus hier unten. Ja, unser neuer Medical Room ist definitiv ein kleines Highlight. Unser alter Medical Room wurde abgerissen. Starwing. Wieso ist einer reingeflogen? Nee, wir haben ihn komplett entkernt. Und haben ihn dann nochmal neu dekoriert. Ach, ich dachte, Boxen hätte mal wieder die Kontrolle von irgendwas verloren. Ne, und wir haben jetzt automatische Türen. Zumindest eine, in der Raffineriehalle. Frankie hat dafür gesorgt, dass wir die Türen nicht mehr bedrücken müssen. Ach so, weil die mit dem Scanner aufgehen. Genau. Heiland, schlaft ein. Das ist eine geile Sache, ehrlich. Ja, jetzt gibt's noch weitere technische Innovationen mit Lichtschaltern. Also ich bin erstmal zufrieden. Aus, Licht an. Boah. Wie schön, wenn doch so einfache Sachen so viel Spaß machen. Mhm. Licht aus, Licht an. Licht aus, Licht an. Mhm. So. Wie in der zweiten Folge der Woche, ne? Wo ich deinen Lichtschalter entdeckt habe. Aus an. Gut, dass es hier keine Sicherung gibt oder so. Du, ich glaube, wir haben genug Strom. Die Sicherung kriegen wir nicht platt. Boah, ich bin gelernter Elektroniker. Da weiß ich ganz schnell, wie ich das Ding platt kriege. Cheaten tut er auch noch. Oh. Mein Kopfkino. Hey, nix gegen Kopfkino. Kopfkino ist cool. Ja, aber nicht das Kopfkino, was ich gerade im Kopf habe. Ich glaube, das wäre ein bisschen böse. Aha. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Jetzt, ich will wissen. Ah ja, hat doch gesagt, er ist Elektriker. Ja? Mhm. Elektroniker. Oh. Elektroniker. Und er weiß, wie er eine Sicherung am schnellsten kaputt kriegt. Ich da so überlege gerade, er macht vorne an der Hose eine Gürtellinie, eine Klappe auf, steckt einen Stecker rein, klick, kurz in der Box. Ja, wie ihr mal wieder gemerkt habt, haben wir wieder einen schönen Ruckler gehabt. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm gewesen. Ihr habt hoffentlich überstanden, das kleine Testbild. Ne? Hier läuft der Betrieb munter weiter. Wir machen natürlich nichts ohne euch. Das heißt, wenn das Bild weg ist, ist natürlich auch die Arbeitsmoral entgangen. Dann stänzen meine Arbeiter hier die Arbeitszeiten.
Ja, da wird das Sofa schön ausprobiert. Gib denen was zu spielen und die nutzen es definitiv. Schweine. Ich würde ja gerne spielen, aber leider gibt er ja die Spielmöglichkeiten nicht. So, cool wäre geil, oder Pac-Man wäre auch ganz hübsch. Oh ja. Aber leider. Naja. Ja, mal cool, wenn es so ein Automaten gibt, wo man Space Engineers spielen kann. Das wäre aber dann echt so der Brüller. Das wird. Müsste es aber eigentlich geben, so Spielautomaten, wo dann draufsteht Space Engineers. Aber. So als kleines, ne? Ich glaube, das gab's noch mal bei Fallout. Bei Fallout was, 2. Wie so. Über Fallout in Fallout oder was? Ich glaube ja, da könntest du dann so eine alte Version von Fallout spielen. Ach, scheiße. Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob das. Oder war das GTA? Irgendein Spiel war es auf jeden Fall. GTA konntest du schöne Telespiele spielen. Bei San Andreas war das noch so, weiß ich. Ah ja, genau, San Andreas, stimmt. Da konntest du irgendwelche Spielchen auf dem Fernseher da spielen. War das so GTA 1, was du da spielen konntest? Weiß ich nicht. Naja. Naja, ah mein Gott, das ist schon lange, ja. Oh ja, lang ist es ja. Wo wenn ich mal überlege, so GTA 3, das war ein schönes Spiel, wo das rauskam, dachte ich so, boah, geiler geht's bald nicht mehr. Ja, aber auch die GTA 1 und 2, die waren für ihre Spielphysik auch nicht schlecht. Ja, aber ich meine, das GTA 3, das hat damals Kumpel, wir hatten so viele LAN-Partner in die Party bei einem Kumpel gemacht und da hat er halt zwei Fernseher da stehen gehabt und zwei Playsies. Und zum einen hat er halt GTA 2, nee, 3 gehabt. Boah, fand ich so geil, das Spiel. GTA 3 war der erste Teil, der dreidimensional war, ne? Genau. In dem du aber auch noch die klassische Ansicht von oben ansehen konntest. Ja, die auch ein bisschen Banane war im Spiel, weil da ab und zu halt Brücken und so weiter und hast halt nicht gesehen, was los war. Ja. War GTA 3 nicht Vice City? Nee, nein. Das kam danach. GTA Vice City war praktisch der indirekte... Teil 4, ja. Naja, nicht Teil 4. Teil 4 ist ja... Ne? Okay, Teil 3,3 und San Andreas war Teil 3,6. Irgendwie so, ja, also... Obwohl, Vice City hat eigentlich auch übelst seinen Charme gehabt. Gerade die Mucke. Ja. Oh ja. Das war richtig geil. Da konnte es richtig schön chillen bald. Ich hätte es mir extra hier nochmal bei Steam gekauft. Aber wisst ihr nicht, die Grafik ist ja jetzt schon, damals fand ich die Bombe. Und jetzt, boah. Das ist der Nachteil. Das ist aber überall dann doch irgendwie ein, ne? Ja, man ist zu sehr verwöhnt von der heutigen Grafik und denkt sich dann Vergangenheitsgrafik. Was ist das denn? Naja, nicht unbedingt. Zum Beispiel, was war denn das? Nein, ich wollte kein Selbstmord begehen. Nein. Ich bin gerade auf die blöde Taste gekommen, wo ich fragte, ob du Selbstmord begehen wolltest. Ach so. Ja, nee, wahrscheinlich sagen wollte hier Test Drive 5 war ein geiles Rennspiel. Vor ewigen Zeiten habe ich mal das gespielt, wo ich meinen ersten Rechner hatte. Und da hatte ich das Spiel eigentlich mit einer Bombengrafik in Erinnerung. Ja. Dann hatte ich es mal letztens mal zufällig so auf dem Krabbeltisch gesehen, da dachte ich, Mensch, das kaufst du dir, halt ewig gemerkt, das ist live, das Spiel live, und, oh, ging gar nicht. Ja, die Täuschung war hinterher groß, wa? Also optisch, ich meine, die Räder, die waren ja nicht mal rund, das waren ja halbe Vierecke, was da rumgefahren, aber trotzdem hatte ich das irgendwie so total Bombengrafik und so in Erinnerung. Ja, das ich ist manchmal, so. Weiß nicht, was man sich da für ein Druckbild so zusammengebastelt hat. Nee, das ist einfach auch, weil die Grafik sich so weiterentwickelt, ne, dass es halt irgendwann... Ne? Ja, aber... Weiß nicht, mir kam die Grafik damals schon sehr hübsch vor und... Aber... Na. Naja, Space Engineers ist ja definitiv ein grafisches Highlight. Auch wenn nicht perfekt, aber zumindest ist definitiv nicht hässlich. Nicht? Oh oh. Was? Okay. Das habe ich schon schreckt. Ja, ich auch. War's wieder soweit?
Ja, weil du weißt definitiv nicht. Dann war Ruhe. Und wir dachten schon so, okay, jetzt ist er wieder weg. Nee, das klappt gerade. Oh. Jetzt ist ja auch kein anderer im Internet. Ah. Hast du deine Frau auf der Kleinen vom Internet ausgesperrt? Nur zu kleinen Verständnis, das war jetzt eigentlich mehr oder weniger Insider. Gestern hatte unser gutes Silverwood permanente Internetaussetzer gehabt. Immer wenn er was erzählt hatte und dann kam dann während dem Erzählen nichts mehr, haben wir schon gesagt, okay, er ist wieder weg. Mhm. Leute, und sowas muss ich über mich ergehen lassen. Ich werde hier täglich gemobbt. Das ist weit kein Mobbing, ich bitte dich. Das war Trollen. Ja, nicht immer Trollen, das war einfach nur... Das war einfach nur eine Feststellung. Ja. Es ist ja immer Tatsache gewesen, fertig. Aber lustig war es trotzdem. Ach, ich krieg hier irgendwie keine gescheite Farbe in meinem Zimmer. Scheiß drauf. Dazu. Naja, für dich war das wahrscheinlich weniger lustig. Also für uns schon. Wir haben uns teilweise amüsiert wie ja. Rohrspatz. Ja, für mich war es definitiv echt eine nervige Angelegenheit. Vor allem, wo du uns irgendwas erzählen wolltest und immer irgendwie fast an der gleichen Stelle dann weg. Ich weiß zwar gar nicht mehr, was es eigentlich war, aber naja. War durchaus amüsant. Das, was er erzählt, das war Nebensache. Ist ja, dass ich gar nicht mehr weiß, wann wir angefangen haben mit der Aufnahme. Stimmt, natürlich. Ich weiß nur, dass die erste Aufnahme 5 Minuten 27 ging. Ja, wenn es ein kleines bisschen länger geht, ist es auch nicht so tragisch jetzt. Sag mal, Silverrot, wie viele Abonnenten hast du jetzt mittlerweile? Es steht, glaube ich, bei 261. Wow. So, nächstes weg da. In dieser Zeit kann ich echt nur träumen. Ah. Ich finde das eigentlich irgendwie ganz komisch, ne? Ich habe gerade mal ein Zehntel. Noch erst mal meinen 30 angekommen in der letzten Woche. Ja, aber es ist auch mindestens schon mal mehr als 5 oder 10 oder, ne? Und ich bin aber so langsam entwickelt sich das auch bei unserem Starwing. Und ihr könnt auch gerne bei Starwing vorbeischauen. Er hat auf jeden Fall, wenn es um innovative Technik geht, nicht weniger ne, Jux und Tollerei wie ich. Wenn ich da an seinen Space-Zocker denke, was er da entwickelt, ich habe jetzt erst in der vorletzten Folge gerafft, was das eigentlich wird, genau. Nachdem du dir hier, weißt du, diese dreidimensionalen Tore gebaut hast. Ja. Eben Space-Zocker. Oh, ich darf mich auf mein Sofa setzen. Haha, keine Energie mehr. Gehen die Türen jetzt zufällig auch auf, wenn ich hier oben rumlaufe? Oder bist du das gerade, Frankie? Was? Warst du gerade an den Türen? Ich bin unten jetzt gerade an den Türen, ja. Ja, weil... Ich habe gerade Türen gehört. Das könnten... durchaus meine sein. Okay. So, nächste Scheiße hier noch fertig. Ja, ich muss nur noch Schlafplatten produzieren. Ach ja. Das sind nämlich alle. Ja, okay, so ein Lefex, die hat noch. Glaube ich. Ich greife abwechselnd auf Lefex zu und auf das selber produzierte. Ja. Wenn du überlegst, wie viele Schlafplatten wir schon da unten an der Presse verschwendet haben bis jetzt, ne? Ja. Ja, aber das Projekt habe ich ja erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, dass wir hier oben mal weiterkommen einfach. Da haben wir ja auch noch eine Überraschung, von der Proxy noch gar nichts weiß. Wieso habt ihr Zeitminen unten angebracht? Nee, wir haben eine Bombe gebaut. Eigentlich doch. Ah, der genau. Korridor sieht doch geil aus.
Ein Timer, das ist doch die Lösung für die Schleuse. Du gehst halt rein und nach einem gewissen Zeitablauf geht der Timer, läuft der Timer ab und die Türen gehen alle wieder zu. Ja, aber es muss ja abwechselnd sein. Die eine Tür muss ja zugehen, während die andere aufgeht. Ja gut, okay. Aber das ist ja geil, du kannst die Timerblöcke ja überall platzieren und die funktionieren ja trotzdem. Ja, ne, ich meine aber so generell als, ich sag mal, Schließer. Ja, aber ich meine, du hast ja den Knopf. Den kannst du ja außen dran bauen, ne? Diesen komischen Superblock da. Mhm. Wenn du den drückst, geht die eine Tür auf. Wenn du den dann wieder drückst, oder brauchst du ja nicht mehr drücken, also dann geht der Timing-Code los. Achso, du meinst, dass der Timer sagt, hier Brett macht zu, dann wartet er noch kurz, dann macht Brett auf. Genau. Das wäre doch ja, eigentlich gut. Eine Lösung für die Schleusen, weil dann ist nämlich keine der beiden Türen gleichzeitig auf. Weil das ist ja eigentlich der Sinn an der Schleuse. Ja, das wäre dann durchaus mal zu testen. Wieso fuschelst du da jetzt eigentlich schon wieder an den Dings rum? Ich habe jetzt hier nur noch mal was eingestellt. Also, war da etwas nicht richtig? Naja, ich habe es ein bisschen zu weit nach oben gefasst. Also, ich habe noch eine Einstellung zurückgezogen, also verkleinert die Zahl. Mhm. So, ach, hier baust du jetzt auch noch eine Schleuse hin? Ja, ja, überall, alles was nach draußen geht, kriegt eine Schleuse. Ist ja eigentlich so der Sinn an der Luftschleuse, ne? Ja. Das ist ja kein Vakuum. Wenn dann irgendwann mal die Wände alle geschlossen haben. Ja. Die Luftschleuse ist jetzt halt noch relativ, ne? Jetzt nichts guckt. So. Wie sieht's denn eigentlich aus hier zum Treppenhaus? Baut da eine Tür ein oder lässt du das so? Da kommt eine Tür rein. Eine Glastür. Was brauch ich denn, um die zu platzieren jetzt nochmal? Warte mal. Stahlschalter. Gibt's noch was zu schweißen? Du kannst mir gleich nochmal Stahlplatten bringen. Oder warte. Okay. Ich platziere jetzt noch ein paar Sachen und dann kannst du die gleich fertig schweißen. Energy Low. Energy Low. Ah, beweg dich. Ganz schnell. So, zum Treppenhaus platziere ich jetzt noch die Türen. Die brauchen ja zum Glück alle Komponente, die eine normale Tür auch braucht, von daher also nicht das Problem. Na gut, jetzt kann ich keine mehr platzieren. Verstanden. Das ist schlecht. Wieso, wo steckst du denn gerade? Am Ausgang, wenn du bei dem neuen Gang rausgehst vom Medi-Dienst-Center. Da liege ich irgendwo am Boden, das mit Stapel. Na denn. Ja. 5% ist echt zu knapp. Das ist. Ja, aber du lebst doch noch ein bisschen, hättest du eigentlich laufen können und dann wärst du oben gewesen. Ich wollte gerade nach oben fliegen, aber kurz vor der Kante bin ich. So. Ja, jetzt habe ich keine interne Wartung mehr. Kommunikationssensor. Alter, dieses neue Treppenhaus ist einfach der Hammer. Da lohnt sich der Fahrstuhl schon fast gar nicht mehr. So, jetzt haben wir natürlich hier auch noch Licht. Eine Panzerung. Naja. Hast du die Leiche gefunden? Nee, ich suche mir gerade noch Sachen raus. Außerdem ist mein Inventar gerade voll, stell ich fest. So, ich mach nee, mal nicht, ich... ne? Mhm. Alten Dinger müssen ab. Mhm.
Ach, Herstellungskomponenten. Find die Leiche nochmal. Mist. Na dann. Na wie, wenn du hier abgezwitschert bist, müsstest du doch eigentlich... Ja. Boah. Aber da ist nichts. Bin auf Uran gelandet, also auf schwarzen Grund. Na dann bist du vielleicht runtergefallen. Also runtergerutscht. Das wird wohl er sein. Ja. So, in den Gängen ist es definitiv jetzt nicht mehr dunkel. Alter, dann kann, los. Ja, dann kannst du gleich im Obergeschoss weitermachen. Nee, wir machen gleich erstmal Feierabend. Na, Moment, ich stelle hier nur noch fix. Wir hoffen dann, dass die Folge lang genug ist. So. Nee, ja, mein Gott. Wir haben schon so lange Folgen. Oder sie ist etwas länger. Ich hab nicht auf Uhr, ehrlich. Ja, wir haben schon so viele Folgen produziert, die Überlänge hatten. Ich glaub, das werden deine Fans verkraften. Wenn es mal kürzer wird. Front. Ah, ich hab's gefunden. Aha. Und wo hast du rumgelegen? Bisschen abseits, bin wohl runtergerutscht. Ne? Das kann natürlich sein, ja. Ah, shit, hier passt kein Sensor hin. Wo? Bei der Treppe. Ach ja, von innen, ne? Ja. Ja, nee, dann müssen wir uns da was anderes überlegen oder da die Sensoren auslassen. Nö. Oder machst. Achso, na gut, von innen musst du dann halt aufmachen und von außen ist dann halt mit Timer. Vielleicht. Brauchst du noch Stahlplatten, Sifi? Nö, vorerst erstmal nicht. Wichtig ist, dass der erste Weg jetzt angeschlossen ist, wieder richtig. Und dass es hier unten schön hell ist. Sieht echt stylisch aus mit den Löschröhren. Mhm. Solange bei dir nicht die Performance im Keller geht, deswegen. Ja, das Licht von den Lampen ist eigentlich erträglich. Da musst du herkommen, Schatz. Ja. Oh, Stanis Frau ist denn da. Willkommen in der Aufnahme. Oh, ich komme auf die Küche. Juhu. Das Licht hat halt so eine blendende Flair. Nur zu kleinen Info, die sind in der Aufnahme. Ja. Hey, dann wissen die Zuschauer jetzt wenigstens mal einen offiziellen Namen. Mach mal was. Ich wiederhole ihn aber absichtlich nicht. Ich hoffe mal, dass es keiner gehört hat. Ja, und keiner weiß, wie man ein Video zurückspult. Ja, und das, genau. Ah, ich schaff's, so. ich schaff's. Ich find's so geil, ne, Nexus? Ja. Also das ist aber echt ein bisschen tricky. Hm? Wieso? Naja, weil du musst echt warten, bis das Brettchen offen ist. Ja gut, musst du ja sowieso. Du kannst nicht einfach die Tür laufen. Aber es ist besser, als immer den Knopf zu drücken. Aber dann dürfen nicht mehrere sein, ansonsten... Ja. Oh, meine Nase. Ja. So, dann schmeißen wir mal einen Scheiß wieder in den Container. Dann machen wir Feierabend. Und. Ach, ich muss noch mein Licht ausmachen. Ich gehe jetzt nach oben. Ich hoch. Hör auf.
Schütze. Noch nicht? Das ist definitiv ein Insider, den ihr nicht versteht. Das ist etwas, was nur die Leute wissen, die auch schon mal in der Aufnahme waren. Hör zu. So. Mein Licht ist aus, ich gehe nach Haus. Rabbemill, rabbemill, rabbum. Du da. Ja, mein Licht brennt ja immer. Mein Licht brauche ich gar nicht koppeln, ich bin immer da. Ja, eben. Logischerweise. Aber die anderen könnte man eigentlich echt so machen. Da, wo das Licht an ist, dann weiß dann der Zuschauer, wenn du hier stehst, ah... Na, der und der ist da. Next, muss erstmal den schon das Treppenhaus hochlaufen. Ja, schön einweihen. Weißt du, wir haben einen schönen Aufzug. Wir könnten bequem von oben nach unten fahren. Nein, wir laufen alle Treppen. Naja, weil Treppe schneller ist als Aufzug. Ja, ich kann den Aufzug auch ganz schnell einstellen. Dann ist der schneller oben wie du. Ja, aber ich glaube, da schießen wir dann übers oberste Stockwerk etwas hinaus. Ja, passiert. Ja, möchtest du dann noch jemanden grüßen, Nexus? Ja, wie immer, ob ich die Fans, die Kollegen, den Yoshi, die Familie. Ja. Und der Frankie? Ja, na, die Fans natürlich auch, alle, die mich kennen und nicht schon mal gegrüßt werden wollen, all people of the world, Yoshi, er fällt mir gerade nicht ein. Ja, Stanley, möchtest du eventuell noch irgendwelche Leute grüßen? Ja, zwei Sparten wurden die ganze Zeit hier ausgelassen. Also die erste Sparte, die Spontanzuschauer, und die zweite Sparte natürlich deine Abonnenten. The Fans sind das. Das läuft unter The Fans. Ja, dann würde ich mal sagen, grüßen wir natürlich Freunde, Fans, Community, Mitarbeiter und natürlich unseren Yoshi. Wie gesagt, den vergessen wir nicht mehr, hoffentlich. Und wer ihn vergisst, wird live erschossen. Oh. Falls ihr übrigens mal aufgefallen ist, ist Frankie jetzt gerade in einem anderen Anzug unterwegs. Was? Du bist weiß? Warum bist du weiß? Anzug keine gestorben. Ahnung. Ja, bist du in letzter Zeit gestorben? Dann kann das sein, dass dein Anzug mal zurückgesetzt wurde. Ja. Das passiert mir. Ist mir nicht aufgefallen. Ja, sonst würde ich mal sagen, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier gemütlich weiter chilling bauen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis den Dauern. Ciao. Tschüss. Tschüss.